Willkommen, liebe Freunde der Galerie von Hirscheid in Berlin. Wir treffen uns heute einmal wieder zu einem Künstlergespräch von einem Künstler, der hier im September bei uns ausstellen wird. Ich begrüße ganz herzlich Steve Meyer. Steve, du bist ja kein Berliner, sondern ein Neuberliner sozusagen. Das ist richtig, ja. Das heißt, du bist in Hamburg aufgewachsen und da frage ich mich, wie erlebt man eine Kindheit in Hamburg so in den späten 70ern? Was ist dir da an prägenden Eindrücken sozusagen im Gedächtnis haften geblieben? Das ist schwer zu sagen, weil das eben auch schon so lange her ist. Ich bin am Stadtrand von Hamburg groß geworden und zum Studium dann in die Stadt reingezogen sozusagen. Mhm. Ja, Städte sind ein großes Thema in meiner Malerei und ich denke, da gibt es auf jeden Fall den ersten großen Zusammenhang. Also wir sehen ja auch auf einem deiner Bilder hier, da haben wir einmal die Motive, die du aus der Stadt sozusagen herausgenommen hast, also die Häuser, die Graffiti, die grüne Wiese des Parks. Aber ich sehe da auch etwas Auffälliges. Drittes ist nämlich auch ein Fundstück drin. Ja, ich habe viel mit Fundstücken gearbeitet aus verschiedenen Städten. Es hat mich immer gereizt, also einfach auch zu schauen, was ist in der Gegend los, was ist da zu sehen, was liegt da rum, was haben die Menschen da auch hinterlassen. Es geht ja später auch viel um Menschen. Ich glaube, das war vielleicht schon ein kleiner Wink in die Richtung. Ja, und gerade auch Fundstücke, wo handschriftlich was verzeichnet war, haben mich immer gereizt. Also so eine Art Art Trouvé, also die gefundene Kunst, sozusagen die aufgefundene Kunst. Der Künstler interessiert uns ja auch immer, wie er zum Künstler wird. Wie wird einem denn als Jugendlicher überhaupt bewusst, dass man ein Talent hat als Künstler, also ein künstlerisches Talent? Das ist eine gute Frage. Also gibt es da einen Erweckungsmoment oder sowas? Ich glaube, es gibt mehrere kleine vielleicht so. Also ganz am Anfang war mir das natürlich nicht bewusst. Ich habe einfach meine Sachen gemacht und die hatten mit Kunst immer etwas zu tun. Ich habe schon als Jugendlicher viel gezeichnet oder irgendwie gebastelt aus irgendwie Materialien, die einfach im Haushalt waren. So. Ich habe früh mein Kinderzimmer zum Atelier umfunktioniert. Es war die Zeit, als wir alles mit weißem Teppich ausgelegt haben bei uns zu Hause. Meine Mutter da. Die arme Mutter. Definitiv, aber sie war da sehr cool und gelassen und hat nur gesagt, das ist der Teppich, den du jetzt bekommst und den kriegst du jetzt in den nächsten 10 Jahren keinen neuen. Und ich habe dann mit Ölfarbe angefangen zu malen und der sah dann dementsprechend auch schnell anders aus, als er zu der Zeit, wo er neu war. Aber das war kein Problem, mir wurden da keine Steine in den Weg gelegt. Also ich konnte mich immer ausleben, was das betrifft. Und das ist ja natürlich ganz toll. Und da sieht man auch mal wieder, wie groß der Einfluss der Eltern oder der Erziehung ist auf die Entwicklung eines jungen Menschen. Du hast in Hamburg Kunst studiert. Das ist jetzt vielleicht nicht so eine geläufige Adresse, wenn wir jetzt mal vergleichen mit Berlin oder Düsseldorf in Deutschland für ein Studium. Ist denn Hamburg eine gute Stadt für junge Künstler? Also für mich ist sie das gewesen. Wie das andere sehen, kann ich schwer beurteilen. Aber damals war das total schön, irgendwie vom Stadtrand dann wirklich in die Stadt zu gehen, die Stadt ganz neu zu entdecken, an der Hochschule verankert zu sein, mit den Kommilitonen über die Kunst sprechen zu können, einfach ganz viel Zeit zu haben, ausschließlich für die künstlerische Arbeit. Was natürlich im Laufe der Jahre auch immer mal mehr oder mal weniger der Fall war. Und es war auch schön, ganz neue Eindrücke zu bekommen, was die verschiedenen Kunstrichtungen betrifft. Ich bin sozusagen als Maler an die Kunsthochschule gegangen und habe dann dort erst natürlich auch festgestellt, es gibt noch viel, viel mehr als Malerei. Und insofern war das schon eine prägende und wichtige Zeit, würde ich sagen. Und Hamburg hat natürlich auch vielleicht nicht so eine erdrückende Szene, wie das in Berlin der Fall ist, ne? Wo es ja sehr viel größere Konkurrenz auch gibt. Ne? Es ist viel familiärer auf eine Art und Weise. Mhm. Natürlich kannte man sich mehr untereinander, was die Galerien auch betrifft und die Künstler betrifft. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich bin jetzt nicht mehr so oft in Hamburg. Aber in Berlin ist natürlich sehr, sehr viel. Ich denke schon, dass das irgendwie eine ganz andere Sache ist. Aber es ist gut, hier zu sein. Also das Viele ist nicht unbedingt verkehrt. So, das muss man auch sagen. Mhm. Unser lieber Freund Rosa von Braunheim sagt ja immer, man soll nicht an die Uni gehen, weil man da sowieso nichts lernt. Das ist natürlich ein bisschen
überspitzt formuliert. Aber die Frage ist natürlich schon erlaubt, gerade beim künstlerischen Beruf, wo ja viel zu tun hat, sozusagen auch mit Talent, was man in dem Sinne nicht lernen kann. Hat denn die akademische Kunstausbildung heute noch Sinn überhaupt? Für mich persönlich auf jeden Fall ja. Und ich denke, es ist auch irgendwie wahrscheinlicher, dass man an der Universität etwas lernt, wenn man denn da ist. Man kann ja auch fleißig nicht zur Uni gehen und noch weniger lernen. Das ist dann auch die Frage, was besser ist. Der Aspekt mit der Zeit, den habe ich schon angesprochen. Der zweite Aspekt ist einfach Menschen um einen herum, die sich für das gleiche Thema sehr stark interessieren. Die Auseinandersetzung ist eine ganz andere, als wenn man alleine durch die Welt läuft. Mhm. Also das ist, finde ich, was ganz, ganz Wichtiges. Wenn ich an natürlich den Einfluss von Professoren denke, auch da gibt es natürlich die, die einen mitprägen können, helfen können, auf eine Art und Weise, wie es, glaube ich, Freunde, Familie nicht kann. Also bei mir war es jedenfalls so. Da bin ich sehr dankbar auch im Nachhinein noch für. Insofern, ich kann jedem nur raten, das auch zu studieren und sich also, teilzunehmen. Wenn ich das richtig verstehe, du hast mir sozusagen das Labor geschätzt, also den Freiraum, wo es gewisse Angebote gibt, wo man sich austesten kann und wo man sich auch reiben kann sozusagen an anderen Leuten, die sozusagen das Gleiche machen wollen. Also ich muss sagen, ich glaube, so intensiv wie damals habe ich eigentlich im Nachhinein nicht mehr über meine eigene Arbeit mit Menschen gesprochen. Mhm. Also, dass wir jetzt ein Künstlergespräch machen, das ist ja auch schon was auch nicht jede Galerie macht. Mhm. So, das ist ja auch schon eine Art von Qualität, die man schafft, ja, die mit Aufwand verbunden ist. Da denken viele schon, ach, ein paar Schnittchen, das reicht. So, und ich weiß nicht, auch bei Vernissagen, es ist ja teilweise auch in Berlin so, dass man steht da und redet über dies und das, aber nicht immer unbedingt über die Kunst. Auf die Art und Weise, wie es befruchtend sein kann für alle Beteiligten. Ich verstehe. Insofern, da ist die Hochschule ein sehr, sehr guter Ort. Dein Werk ist ja ziemlich vielfältig jetzt. Ja. Das ist ja vielleicht auch ein Ausfluss von dieser Erfahrung. Es gibt Malerei, wie wir jetzt hinter uns sehen. Es gibt aber auch Zeichnungen hier rechts über deinem Kopf. Du hast Installationen schon gemacht, Videos mit Musik, Kunstaktionen. Ein wichtiges Thema deiner Bilder ist zumindest auch in der Vergangenheit die Stadt gewesen. Kann man eigentlich als Hamburger ganz ohne Hamburg-Klischees auskommen, wie man sie zum Beispiel aus dem geläufigen Film Die große Freiheit Nummer 7 von Keutner kennt? Schöne Frage. Also ich persönlich glaube, es geht. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie Seeleute gemalt oder immer nur den Hafen oder immer nur die Reeperbahn oder so. Es sind sicherlich Einflüsse da, die in einigen Werken auch auftauchen. Aber im Grunde, ehrlich gesagt, sind das sehr persönliche Dinge, die wirklich echten Einfluss nehmen auf die Arbeit. Und ob das dann in Hamburg stattfindet oder in Berlin, ist total zweitrangig. Und ich glaube, das sind Dinge, die man vielleicht gar nicht so schnell sieht. Da müsste man vielleicht wirklich jemanden gut kennen, auch den Künstler, den wirklich gut kennen, was man in einem Gespräch gar nicht unbedingt erfassen kann. Viel spannender ist aber eigentlich, dass ja die Menschen, die auf die Bilder zugehen, auf meine oder auf andere, ist glaube ich egal, dass die ja immer mit ihrer eigenen Geschichte kommen und noch was dazu tun. Und ich finde es auch ganz spannend, manchmal zu hören, was Leute sehen, wo ich so denke, okay, da habe ich nicht dran gedacht, das habe ich nicht gefühlt, das habe ich nicht gewollt. Das ist ja das Beste. Ja, und es gibt ja die Künstler, die sich dann verkannt fühlen und denken, das habe ich doch gar nicht. Ne? So, ich denke dann immer, das ist doch wertvoll. Also wenn das irgendwie was auslösen kann in jemandem, was noch eine ganz neue Geschichte zum Vorschein bringt, die darf durchaus auch da sein. Also man kann sagen, die Stadt hat als Modell schon Einfluss auf dich, aber dich jetzt so konkret, also dass man jetzt den Michel bei dir auf dem Bild sieht sozusagen. Nee, so nicht, obwohl die Leute es trotzdem sehen. Ja? Na gut. Also auch jetzt das, in Berlin. Das spricht ja dann sehr für ihn, weil er sozusagen bei den Leuten so viel Fantasien freisetzt. Das spricht natürlich sehr für dich. In deinen Bildern habe ich festgestellt, mischt sich generell sehr Reales und Realistisches mit dem Fantastischen. Mhm. Das lässt mich so ein bisschen an den fantastischen Realismus natürlich denken. Ich bin ja auch über der Kunsthistorik sozusagen verhaftet. Hast du ein bestimmtes Vorbild jetzt für deine Bilder? Nein, eigentlich nicht. Also was die Köpfe betrifft, ich nenne sie eigentlich eher Köpfe als Porträts so, ich mochte immer Francis Bacon sehr gerne und fand irgendwie toll, was der so geschafft hat und geschaffen hat.
Aber ein richtiges Vorbild, wo ich sage, ja, so wie der möchte ich mal malen oder sein, das überhaupt nicht. Nee. Also das heißt, die Zuordnung, die ich jetzt auch ein bisschen kühn getroffen habe, ist eher eine, die ich dir jetzt überstülpe, aber keine, ja, die du zu eigen machen würdest. Das habe ich öfters schon erlebt von Freunden, von Sammlern, von Galeristen und ich mag das irgendwie auch. Und ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung, wie eben schon erwähnt. Ich finde das schön, wenn Leute Begriffe finden für meine Arbeit und mir ist eigentlich ziemlich egal, wie man das nennt, was dabei rauskommt. Okay. Im Grunde. Also das ist auch vielleicht auch die Arbeit von Kunsthistorikern, von Galeristen, das irgendwie einzuordnen und zu verstehen, wie wir das jetzt betrachten dürfen, in welchem Zusammenhang. Wenn ich arbeite, ist mir das alles total egal. Da habe ich ganz andere Dinge, die für mich dann eine Rolle spielen. Naja, ich führe ja nicht das erste Gespräch und das war auch schon öfter Thema. Also die meisten möchten sich natürlich gerne dieser Kategorisierung entziehen, aber letzten Endes hat es ja auch was zu tun, sozusagen mit der Geschichte, der man sich als Künstler auch nicht entziehen kann. Denn man fällt ja nicht sozusagen in ein Nichts, sondern befindet sich sozusagen auch im Strom der Entwicklung. Und da kann man das, man kann eine Referenz auf irgendwelche Vorläufer kann man im Grunde nicht komplett negieren, weil dazu müsste man ja sozusagen ein Gehirn haben, das völlig ausgelöscht ist, was jede Form von Erinnerung betrifft. Das gibt es ja nicht. Da bin ich völlig bei dir. Also so habe ich es auch nicht gemeint. Ich falle immer natürlich in die Geschichte und ich bediene mich im Grunde immer dem, was schon da ist. Es ist immer nur ein Zusammenfügen von dem, was schon da ist. Mhm. Ich erfinde nichts neu. Also bei mir ist ja sogar Malerei, Öl auf Leinwand, mein Gott, also mehr Geschichte geht ja nicht. Ja, das stimmt. Und das ist auch ein Prozess gewesen, dass ich mich damit auch wohlfühle und sage, okay, das ist das, was ich mache. Jetzt male ich ein Bild oder so. Und das ist meinetwegen jetzt eine Collage mit Malerei gemischt oder was auch immer. Aber alles, was ich gemacht habe, ist im Grunde, ne, es ist schon so viel passiert einfach. So. Ja, viele Ausstellungen, die ich zurzeit besuche, haben Referenzen zu Graffiti und auch zu Comics. Sie sind auch im öffentlichen Raum sehr präsent, jetzt gerade in Berlin, durch die Wandbilder zum Beispiel. Wie gelingt es dir, das bei deinem Thema Stadt auf deinen Bildern nahezu auszublenden? Gehörst du schon zur alten Generation der Künstler? Ich weiß nicht, ob ich zur alten Generation gehöre. Ich glaube, ich bin so mitten in der Mitte. Das ist natürlich jetzt provokant gefragt. Ja, aber das Ausblenden, ich glaube, es hat mich nie so richtig interessiert. Also es ist nicht so, dass ich Graffiti nicht mögen würde. Also ich mag es manchmal, wenn ich in der Stadt irgendwie Kunst sehe, die mit der Stadt verschmolzen ist. Und ich finde das irgendwie auch toll. Mhm. Aber es ist überhaupt nicht meine Art zu arbeiten. Ich glaube, es liegt daran. Das ist mir fremd als Künstler. Vielleicht ändert sich das mal, das kann alles sein, das weiß man nicht, aber dass ich so irgendwie den Blick dann gar nicht dafür habe. Ja, also ich bin da auch gar nicht unzufrieden, weil das ein bisschen modisch ist im Moment. Und wenn man eine gewisse Distanz dazu hat als Künstler, finde ich das nicht unbedingt von Fehler. Wir sehen jetzt so über deinem Kopf auch, dass du Zeichnungen machst. Mhm. Zeichnungen sind ja klassischerweise eigentlich eher keine eigenständigen Werke, sondern sind Vorstudien oder ja Entwürfe vielleicht für größere Werke oder man probiert da mal was aus. Wie ist das jetzt bei dir? Sind das bei dir eher Entwürfe für Ölbilder oder haben die auch eine eigenständige Bedeutung? Es sind eher Entwürfe, würde ich sagen. Es sind Versuche, um festzustellen, ob ich diese Körperhaltung oder diese Kombination aus Mensch und Tier, ich mische ja ganz gerne Menschliches mit Tierischem, ob das funktionieren könnte, auch auf der großen Leinwand. Das ist erstmal das, was ich dann vielleicht rauskriegen möchte. Manchmal stelle ich fest, es ist eine schöne Zeichnung, die funktioniert auch für sich. Also ich mag die durchaus und ich mag auch die Kombination aus mehreren. Also da entstehen manchmal auch so kleine Geschichten, das kann ganz reizvoll sein. Aber erstmal geht es ums Ausprobieren. Es ist eine ganz schnelle Arbeit, anders als bei dem Ölbild, was man wirklich aufbauen muss, plant. Und es ist auch immer so eine Sache. Manchmal gibt es Zeiten, da habe ich keine Lust, keine Muße, mich mit der Ölmalerei auseinanderzusetzen. Und da kann es total helfen, diese Zeit zu überbrücken, indem man ein paar Skizzen macht. Oder was ganz anderes. Ein Grund vielleicht auch, warum ich so viel Verschiedenes mache. Also wenn es eine langweilig wird, gucke ich nach dem anderen, aber man kann immer auch wieder zurückkommen. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich nie gelernt habe, ein Instrument richtig zu spielen. Weil da muss man wirklich dranbleiben, Disziplin haben. Ja, ja. Bei der Malerei ist das Schöne. Man kann 5 Jahre Pause machen, was mir noch nie passiert ist. 1,5 Jahre war die längste Zeit. Aber dann macht man irgendwie da weiter, wo man aufgehört hat. Und es ist alles noch da. Verstehe. Man muss nicht die Muskeln trainieren, das Klavier zu spielen oder so.
Es ist, vielleicht ist es was. Ich will noch einen Augenblick bei dem Thema Zeichnung bleiben. Jede künstlerische Ausdrucksweise, sei es jetzt grafische Geschichten, Zeichnen oder Ölmalerei, ist ja eine besondere Technik, die ihre gewisse Breite hat, aber auch ihre gewisse Beschränkung. Inwieweit deckst du das jetzt, diese technische Einschränkung, zum Beispiel in der Zeichnung, also man ist limitiert in den Farben zum Beispiel schon, inwieweit hat das eine Auswirkung auf den Ausdruck auch, auf den künstlerischen Ausdruck? Ich fühle mich eigentlich gar nicht so eingeschränkt. Also es ist natürlich richtig, was du sagst, wir sind immer eingeschränkt. Jedes Material hat die eigene Grenze, die man versucht irgendwie auszureizen und zu testen. Man mischt plötzlich Dinge, von denen man nicht mischen kann oder so und guckt, wie es aussieht, wenn die sich nun abschmutzen. Mhm. Und bei der Zeichnung ist es eigentlich ähnlich. Ne? Da gibt es dann andere Grenzen. Also was passiert, wenn ich sehr grob arbeite oder wenn ich sehr fein werde? Was passiert, wenn ich den Rand freilasse oder versuche, so zu zeichnen, dass man es weiter denkt, obwohl ein Rahmen da ist oder so? Also ich denke, das hat da... Es ist immer ein Ausprobieren und die Grenze muss man eigentlich anerkennen. Also das ist auch was ich in der Hochschule wiederum im Grunde durch die ganzen Gespräche gelernt habe. Es gibt eine Grenze, man muss sie anerkennen. Ich weiß noch, die Leute, die Installationen gemacht haben und die zum Beispiel Sachen so installieren wollten, dass das jetzt alles ganz clean aussieht und ganz toll und man sieht nicht die Befestigung von dem, was dann immer noch ganz wichtig installiert wurde. Und dann guckt man und dann sieht man doch, ah, da hat er nochmal Tesafilm gebraucht oder da ist nochmal ein Nagel. Also das sind dann so, wenn man so mit dem Blick derjenigen, der eben auch die Ausstellungen machen guckt, ne, da sind das dann so die Quellen, die man uns dann auch freut und merkt, nee, das ist alles eins. Ja? Also wir müssen alle mit dem arbeiten, was da ist und man sieht auch die Spuren, die da auch sein dürfen, finde ich. Da war ich früher, das war früher anstrengender. Umso länger man arbeitet, umso lockerer werde ich jedenfalls auch mit all dem. Ja, man gewinnt ja eine Erfahrung dazu. Ja. Ich will mal auf ein anderes Thema kommen, und zwar das Thema der künstlerischen Inspiration. Also die Frage ist, woher bekomme ich meine Inspiration? Und nicht nur bei Literaten ist natürlich die eigene Biografie da immer eine ganz wichtige und auch ziemlich unerschöpfliche Quelle, denn jeder hat ja eine andere Biografie. Inwieweit spielt jetzt das bei deinen Arbeiten eine Rolle? Gibt es da Einflüsse aus deiner Biografie, die man da festmachen kann? Ich könnte es nicht benennen, aber selbstverständlich gibt es das. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das war der Punkt. Ist auf eine Sache, die kann ich gleich noch erwähnen, aber im Allgemeinen würde ich nicht sagen, dass ich sagen kann, ja, seitdem ist das und das passiert oder so. Das eher im Nachhinein, das ist schon gar nicht in dem Moment, wo es passiert. Aber der Umzug nach Berlin zum Beispiel vor ziemlich genau 10 Jahren, ich war total Feuer und Flamme für diese Stadt, für diese Architektur und dachte, ja, jetzt habe ich endlich wieder Anregungen, irgendwie die Stadt weiter zu malen. Und dann kam ich hierher und ich habe ein Bild mitgebracht aus Hamburg, was noch nicht fertig war, und da tauchten zum ersten Mal Menschen auf. Und ich habe dieses Bild nicht zu Ende gemalt und ich habe nicht ein Stadtbild gemalt in Berlin, was ich eigentlich gedacht hätte, sondern habe dann mich wirklich auf Porträts gestürzt und auf, wie ich es nenne, Köpfe gestürzt. Und da fing diese ganze Porträtserie an. Und ich hätte nie gedacht, dass mich Berlin dann wirklich zu den Menschen eher hin inspiriert, was die Malerei betrifft. Wir wollen noch mal ein bisschen über deine Arbeiten sprechen. Wir haben jetzt hier natürlich ein bisschen Pech, weil wir nur hier einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen können. Ja. Deine neuesten Arbeiten sind ziemlich großformatige, ich möchte fast sagen lebensgroße Aktbilder von Männern, die gewisse fantastische Zutaten haben. Das deutet sich ja auf den Zeichnungen schon an, also der Mann zum Beispiel mit den Federn, die ihm aus den Schultern wachsen. Dieses Thema, das ist im Moment ein Thema. Ich will mal ganz, wie soll ich sagen, ganz frech fragen, wieso machst du Männerakte? Also das ist jetzt nicht gerade ein geläufiges Thema. Der erste Männerakt. Also warum keine Frauen? Das ist die Frage. Also der erste Akt ist 2017 entstanden, also ist wirklich noch sehr, sehr neu eigentlich. Da habe ich mich selbst fotografiert, einfach aus Mangel an Modellen. Dann fing es mit Männern schon mal an. Haare haben mich immer sehr interessiert. Aus dem einfachen Grund, es ist ja eine Mischung aus Mensch und Tier, was mich irgendwie reizt. Und ja, Fell, Haare, es regnet auch was Tierisches, das macht irgendwie dann Spaß, das umzusetzen, weil Spaß ist irgendwie das falsche Wort, das ist irgendwie, das passt halt. Das ist ein Punkt.
Und natürlich auch ein bisschen Mangel an Modellen, muss ich schon sagen. Es ist nicht so einfach, Modelle zu finden, die sagen, okay, du kannst mich nackt fotografieren, also auch auf den Fotos festzuhalten, haben viele Probleme. Zu abzeichnen wäre, würde vielleicht noch gehen, aber doch das Foto zu machen, man weiß, das hat jemand da. Ne? Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht vor allem. Ich glaube, das ist die für mich gerade wichtigere Frage. Also, weil das Thema ist noch nicht durch, definitiv. Aber du bist jetzt meiner Hauptfrage ausgewichen. Warum meinst du Männer und nicht Frauen? Genau, also auf die Haare bezogen sind es auf jeden Fall die Männer, das ist das eine. Es gab Porträts von Frauen, die habe ich auch gereizt, das war irgendwie gut zu machen. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass das nicht in Zukunft noch auch sein könnte, dass da durchaus auch Bilder mit Frauen entstehen. Es ist, glaube ich, nicht wirklich die Frage, ob Mann oder Frau. Ich glaube, es ist wirklich mehr die Frage, wie sieht dieser Körper aus, dieser Mensch aus, den ich da erstmal fotografieren kann, um ihn dann zu malen. Ja. Aber also, wenn ich Frau malen würde, glaube ich, dass ich dem zum Beispiel auch Fell verpassen würde. Also das ist ja das Fantastische dann, ja. Also Fell oder... Das ist sehr gewagt. Ja, na gut, die Männer kriegen ja auch dann Federn und die haben ja auch teilweise auch Löcher irgendwie in den Schlüsselbeinen, ja. Oder bei den Porträts hatten sie auch Löcher im Kopf zum Beispiel. Mhm. Viele fanden die Arbeiten wirklich gruselig und fühlten sich auch nicht wohl damit. Ich weiß noch, einmal hat eine Freundin bei mir übernachtet und da hingen die dann alle in einer Reihe in dem Zimmer, wo sie nun schlafen sollte und sie sagte irgendwie, können wir die Bilder nicht abnehmen? Und ich sagte nur, du kannst dir gerne ein Hotel suchen. So. Und als sie dann 2 Tage da in diesem Zimmer übernachtet hat, sagte sie dann zum Schluss, das hinten links, das ist mein Liebstes. Und das ist auch was ich mag. Ich glaube, die Arbeiten verändern sich sehr stark, wenn man sich Zeit lässt. Wenn man die irgendwie wirklich ein paar Tage am Stück sieht, man guckt ganz anders hin. Alles das, wo man am Anfang dachte, das finde ich irgendwie eklig, das stößt mich ab oder so, das sieht man am Ende gar nicht mehr. Ich will nochmal auf das Thema Haare zurückkommen. Weil das auch zu meiner nächsten Frage eigentlich dann überleitet. Haare haben ja aber auch für meine Begriffe etwas sehr Haptisches. Also wenn ich zum Beispiel eine Frau sehe, die mit dem Pelzmantel entlang läuft, die Straße, dann habe ich immer das Bedürfnis, darüber zu streichen, weil das Gefühl so angenehm ist. Und es hat natürlich auch eine sehr erotische Komponente, ne, Fell? Ja, schon. Also wenn man es mag, also da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Die einen finden es erotisch, die anderen finden es gerade nicht erotisch. Also, ach ja? Naja, Haare rasieren ist ja auch ein großes Thema. Alle rasieren sich überall die Haare weg. Also okay. Mich stören sie nicht persönlich, aber das ist halt eine Geschmackssache, würde ich sagen. Das Beispiel mit der Frau und dem Pelz finde ich schön. Also auch die Vorstellung, man sehe eine Frau mit Pelz, aber vielleicht nur ein halber Pelz. Ja? Mhm. Und man weiß gar nicht mehr, ist es jetzt eigentlich ein Teil der Frau oder ist es eben dieser dazugetane Pelz. Also sowas finde ich spannend. Also, ich komme jetzt darauf, weil zum Beispiel im Kunsthistorischen in Wien hängt ja das berühmte Bild von Franz Pelzke. Also das Pelzchen, wo man also seine Frau Helene als Akt sieht, die einen Pelzmantel anhat. Also da ist ja diese Verbindung zwischen Erotik, in diesem Fall weiblicher Erotik, und dem Pelz, also es ist ein sehr dicker Pelz, ich bin jetzt kein Spezialist, ich weiß nicht genau, was es für einer ist, aber jedenfalls ein sehr dicker, üppiger Pelz, die ist ja da schon sozusagen vorgezeichnet und hergestellt. Und da haben wir jetzt, glaube ich, auch so wieder so ein bisschen den Kurzschluss gemacht, weil das ist ja ein Thema, wo du jetzt sozusagen nicht als Erster aufgreifst, auch wenn uns das im Moment vielleicht noch fremd erscheint oder wieder fremd erscheint. Deine Akte sind hyperrealistisch gemalt. Also das, wenn man das auf den Fotos sieht, als ich die auf den Fotos zuerst gesehen habe, ist mir das überhaupt nicht so aufgefallen. Aber im Original sieht man das ja, also gerade bei der Behaarung deiner Figuren, eine geradezu extrem akribische Liebe ins Detail gesetzt hast. Also ist wirklich jedes Haar sehr, sehr genau und einzeln gemalt. Da stellt sich für mich die Frage, wenn man es sozusagen noch realistischer haben will, dann ist ja der nächste Schritt eigentlich ein Foto zu machen, wo sozusagen noch viel mehr Details offenbaren kann. In welchem Verhältnis stehen deine Kunstwerke zur Fotografie? Ich selbst sehe mich nicht als Fotograf. Also tatsächlich fotografiere ich, um meine Arbeiten zu dokumentieren. Es gibt auch wirklich Arbeiten, wo die Fotos ein Teil der Arbeit später waren, aber es ist eben kein künstlerisches Foto, sondern eher eine Dokumentation. Ich bewundere auch Leute, die wirklich gute Fotos machen können. Also ich glaube, dass es sehr schwer ist.
wirklich ein gutes Foto zu machen, was irgendwie etwas hat, was auch eben, ja, wo was Besonderes bei rauskommt. Mhm. So. Mich selber reizt das aber gar nicht, das ein gutes Foto zu machen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel meine Modelle fotografiere, dann ist es nicht wichtig, ob das Licht gut ist oder so. Also ich gucke natürlich, dass die Person so steht, wie ich so eine Bewegung, die ich vielleicht haben will. Aber wenn dann irgendwo ein Schatten ist, dann wird ja später bei der Malerei sowieso verändert. Also du benutzt das Foto nur als technisches Mittel, um dir eine günstige Vorlage zu schaffen. Das ist ein reines Hilfsmittel, genau, um eine Vorlage zu haben, eine Vorlage so, wie ich sie eben haben will. Meine Köpfe damals sind entstanden aus Zeitungsausschnitten hauptsächlich und Fotos, die ich auf der Straße gefunden habe. Ich habe so eine Sammlung von Fotos mit Menschen so. Und die waren natürlich immer so, wie ich sie halt gerade entdeckt habe. Und es ist schon schön, dann der Person sagen zu können, dreh dich nochmal oder das Ohr im Detail aufzunehmen, um wirklich mal zu sehen, ja, wie sieht es denn nun aus? Also man läuft ja nicht durch die Gegend und sagt, Entschuldigung, kann ich mal, ne? Und fummelt mit den fremden Leuten an den Ohren rum. Also das würde ich nicht tun, aber zu sagen, okay, jetzt möchte ich mal ranzoomen. Mhm. Jetzt möchte ich mir die Haut mal genau angucken und alles, was da ist, was man, ja, ne, also heutzutage in der Werbung ja sowieso alles irgendwie wegretuschiert, nicht wahr? Das ist ja eigentlich das, was mich dann reizt. Und ich liebe es auch, dann immer noch ein bisschen mehr drauf zu tun. Mhm. Und so gesehen ist es ja auch hyperrealistisch, aber ja auch eben gerade nicht. Fantastisch hast du ja auch schon genannt, also hyperrealistisch, fantastisch eher, weil ja eben die Dinge dazukommen, die nicht realistisch sind, aber irgendwie so wirken. Wir haben jetzt schon für dich gesprochen von der Bedeutung, die das Modell für dich hat, zunächst einmal, also praktisch als Vorlage. Wenn man so eine Biografie liest, und man kommt an den Punkt, wo das Künstler und Modell aufgerufen wird, dann bekommt der manchmal eher etwas langweilige Text meistens Würze, weil da fängt es dann oft an zu knistern. Wenn ich zum Beispiel an Picasso denke, der hat ab und zu mal sich eine neue Geliebte zugelegt, ein neues Haus gekauft und dann angefangen, es vom Boden bis zur Decke mit Kunstwerken zu füllen, die oft angeregt waren von der neuen Liebe. Und wenn das Haus voll war, dann kam das nächste Haus dran. Das ist natürlich irgendwie jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ein bisschen ist ja schon was dran. Was für eine Bedeutung hat für dich das Modell? Also bei Picasso war das Modell geliebte Mitarbeiterin und so weiter. Was hat für dich das Modell für eine Bedeutung? Also im Moment ist es noch so viele Modelle hatte ich ja noch nicht, dass ich wirklich sagen muss, es ist eine Art von Material. Also es klingt jetzt irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen nicht sehr ehrenhaft der Person gegenüber, aber im Grunde möchte ich sie fotografieren, um zu festzustellen, wie sieht dieser Mensch aus. So. Und dann habe ich die Vorlage und kann danach arbeiten. Natürlich gehört da ein gewisses Vertrauen zu oder eben die Menschen, die da kein Problem mit haben. Deswegen ist es auch schwer, Modelle zu finden, wo man wirklich irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt auch irgendwie kein Übergriff, dass man einfach diese Fotos irgendwie macht. Diese Mischung aus Privatleben und dann das eigene Privatleben auch nutzen, um daraus Kunst zu schöpfen, das habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. Und es wundert mich selbst, aber es funktioniert anscheinend für mich so nicht. Vielleicht ist das der Grund, weil man eben, also den Menschen, den man liebt, an seiner Seite hat, den Partner nicht nutzt sozusagen dafür, ich weiß nicht, also weil ich das Gefühl habe, manche sind dann eher ein bisschen beleidigt, weil man möchte dann auch gerne irgendwie, wieso bin ich nicht schön genug oder so, dass du mich nicht malen willst oder so, aber darum geht es ja gar nicht. Also, naja gut, ich meine... Für mich jedenfalls nicht und Schönheit sowieso nicht. Also wer weiß, nicht die denn, Schönheit. Viele ja, von Picassos Freundinnen werden vielleicht heute vergessen, wenn es kein berühmtes Gemälde von ihnen gäbe. Also ja, insofern ist es vielleicht schon ein Gedanke, den man auch als Partner nachvollziehen können muss. Ja, vielleicht. Wie gesagt, vielleicht ändert sich das auch nochmal. Das kann auch sein. Vielleicht denkst du nochmal drüber nach. Ich spreche jetzt mit dir in den Latz. Aber ich weiß, ich glaube nicht. Ich trenne das irgendwie, ja. Ja, wir haben jetzt schon gesprochen über die Zeichnung, wir haben über die Malerei gesprochen. Jetzt will ich nochmal auf ein ganz anderes Thema kommen. Du hast ja auch Installationen gemacht. Und auf deiner Webseite ist mir eine sozusagen besonders aufgefallen, wo du im Raumfahrerkostüm auftrittst. In den 60er Jahren war ja die Raumfahrt das Symbol schlechthin des Jahrzehnts für einen extremen Fortschrittsglauben und die Demonstration dafür, dass man mit Technik
irgendwie alles erreichen kann, wenn man nur sozusagen sich genug bemüht. Was fasziniert dich heute an diesem Thema Raumfahrt eigentlich so, obwohl gerade in Deutschland man gerade zu einem Technikpessimismus verfallen ist, einem übertriebenen Technikpessimismus? Also das Video, auf das du anspielst, ist ja von 2010, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ja schon ein bisschen her. Schon her, ja. Genau, und da ging es eben um dieses Raumschiff und den Anzug und so, den Raumfahreranzug. Da hat mich, glaube ich, vor allem die Technik interessiert, das alles herzustellen. Also erstmal die Musik zu machen und den Text zu schreiben, diese ganzen Kulissen zu bauen. Ich habe als Kind schon Kulissen gebaut in der Schule für die Theater-AG damals. Habe das immer sehr gemocht und da war, glaube ich, nicht der Antrieb sozusagen die Raumfahrtgeschichte, sondern das ganze Gestalten. Im Grunde geht es ja immer ums Gestalten, egal was man da tut. Man gestaltet das Video, man gestaltet die Musik, man gestaltet den Text, man gestaltet das Bild, man macht eine Komposition. Das ist das, was mich, glaube ich, antreibt. Immer irgendwas denn doch so zu formen, wie ich denke, dass es gerade sein soll. Ach schade, jetzt habe ich gedacht, du könntest mir eine romantische Geschichte dazu erzählen, weil das, also halt in meiner Generation ist Raumfahrt also auch irgendwie das große Ding gewesen. Also ich kann mich nur entsinnen, dass ich mit meiner Großmutter vor dem Fernseher saß, wenn diese Raketen gestartet sind und der erste Mensch auf dem Mond war. Also das ist auch etwas, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann. Also nicht an die Einzelheiten, aber an dieses Gefühl, dass man einem sehr aufregenden Moment im Moment beiwohnt. Das war es ja ohne Zweifel. Ich denke, dass wir heute auch immer wieder aufregende Momente haben, dass wir aber eigentlich die Technik nicht wirklich gut nutzen. Also es gibt ja schon so viele Dinge, die wir erfunden haben, um das Leben besser zu machen, für alle besser zu machen. Und wir nutzen es eigentlich viel zu wenig. Also wenn ich jetzt an die ganze Geschichte denke mit Elektromobilität, wo es ja auch große Zweifler gibt, aber so oder so, es hätte schon vor 20 Jahren irgendwie sein können, dass wir Technik nutzen, um irgendwie voranzukommen. Und eigentlich wird das nicht gemacht. Das ist eher, ich weiß nicht, am Ende geht es, glaube ich, viel ums Geld. Es geht mehr um Kapitalismus letztendlich. Das ist auch ein spannendes Thema. Also, das ist auch ein spannendes Thema und sicher auch ein wichtiges Thema für die Kunst, was man da aufnehmen auch das, kann. Ja. Noch einmal eine Überblendung jetzt zum weiteren Thema. Wir haben ja schon gesagt, du bist recht vielseitig. Du hast dich auch mit dem Thema Kommunikation schon ziemlich ausführlich beschäftigt, eigentlich schon seit Studientagen. Ja. Und wiederum auf deiner Webseite habe ich so einen Kaugummiautomaten gesehen, in dem so rote Kugeln drin sind, also so runde Plastikdosen mit so roten Kugeln drin. Das ist natürlich etwas, was einem emotional sehr anspricht, weil das erinnert mich sehr an meine Kindheit, wo jedem Ausflugslokal die Kinder so einen Automaten vorgefunden haben. Was hat es jetzt auf sich mit diesen roten Bällen? Essen kann man den nicht. Oder? Essen kann man den nicht, nein, sollte man nicht tun. Dann ist der Frieden ganz schnell dahin und es geht um, es ist eine Friedensarbeit sozusagen. Ja. Die heißt, der Frieden ist kein roter Ball, das K ist eingeklammert. Also das habe ich gemacht, das ist schon viele, viele Jahre her, da fing es an. Und ich habe mich gefragt, wie kann man eigentlich Frieden weiterreichen? Und es wäre schön, wenn es möglich wäre, wie man jemandem einen Ball zuspielen kann. Und der fängt ihn vielleicht also ganz reflexartig auf und spielt ihn eben weiter. So. Das war so irgend so ein Gedanke. Also es kommen ja so Gedanken, manchmal sind es einzelne Sätze und dann werden da ganze Projekte draus. Und ich habe dann angefangen, mir Fragen zu stellen, den Frieden betreffend. Und dieser Kaugummi-Automat war damals die erste Version. Und eine Frage war nämlich, kann man Frieden aus Automaten beziehen? Also im Grunde haben wir ja, ich weiß nicht wie viele Automaten erfunden, die Krieg verursachen. Ja. Jede Maschinenpistole, jeder Panzer, jedes Abwehrsystem hat irgendwie mit Krieg zu tun. Und ich finde die Frage total spannend. Das ist auch wieder die Frage mit der Technik dahinter. Ja? Warum nutzen wir die Technik nicht, um Frieden zu erzeugen? Mhm. Und, oder wie müsste die Technik eingesetzt werden, um Frieden zu erzeugen? Man sagt natürlich, ich schütze mit dem Gewehr den und den und das schafft dann Frieden. Aber ich finde das zweifelhaft. Also man sollte viel mehr über den Frieden nachdenken, sprechen und etwas für den Frieden tun, als über den Krieg nachzudenken und ihn damit zu fördern. Ja, das ist ein richtiger Gedanke und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass dieser Ball natürlich auch die Wirkung hat, dass man wundert sich erst, was ist das? Und es ist sozusagen ein Punkt,
wo man dann auch ins Gespräch darüber kommen kann. Und es ist sozusagen ein Aufhänger. Und ich kann jetzt hier erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Er kam bei uns in die Galerie und hat mir so einen Ball in die Hand gedrückt. Das war natürlich sehr hintersinnig, weil natürlich das mein Interesse sofort erregt hat. Und wir sind darüber ins Gespräch gekommen. Und das ist ja, glaube ich, auch eine große Qualität von der Arbeit, dass sozusagen so eine einfache Idee oder ein einfacher Grundgedanke letzten Endes die Kommunikation auf so angenehme Weise fördern kann. Darum geht es ja letzten Endes. Ja, es geht darum, ins Gespräch zu kommen, in dem Fall auf das Thema Frieden bezogen, und auch jemandem ein Friedensangebot zu machen. Die Arbeit ist ganz simpel. Man soll selbst einen Ball rot anmalen, Frieden draufschreiben und einer Person schenken, der man Frieden wünscht oder mit der man Frieden schließen möchte. Ja. Ich finde es aber selber ganz spannend, weil ich sage, es ist ganz simpel, aber natürlich hat bestimmt jeder irgendwelche Menschen auch, wo er oder sie das Gefühl hat, ich finde das schwer, Frieden zu schließen. Man geht zwar nicht gleich in den Krieg miteinander, aber man hat trotzdem Schwierigkeiten, Frieden zu schließen. Und das ist was ich spannend finde, also das Zwischenmenschliche letztendlich, in all den Projekten, die ich gemacht habe. Also in gewisser Weise ist es auch so eine Art soziales Experiment, ne? Definitiv. Also ich spreche sowieso von Kunstexperimenten, weil sie haben mit Kunst zu tun. Und es sind Experimente, weil man nicht weiß, wie es ausgeht, weil man nicht weiß, wo die Reise da letztendlich hingeht. Auch das Flaschenpost-Kunstexperiment von 2002 ist so eine ziemlich große Arbeit gewesen, wo auch alle gesagt haben, warum machst du das? Das bringt doch nichts. Da sollten Leute Flaschenposten, die ich in der Stadt verteilt habe, in Hamburg, 100 verschiedene, mir ein Foto von sich schicken, die Leute, die Flasche gefunden haben, und eine Frage stellen. Und alle immer, macht doch keiner mit. Und ich habe immer nur gesagt, das ist doch völlig egal. Also wenn ich ein Experiment mache, dann weiß ich ja nicht, wie das Ergebnis aussieht. Sonst muss ich das Experiment ja nicht machen. Ja, und wenn keiner mitmacht, dann ist das Ergebnis. Und das ist doch ein schönes Ergebnis. Wie war es dann in der Realität? 8 Leute haben mitgemacht, also genau 8% war die Rücklaufquote. Ja. Das war damals im Museum für Kommunikation zu sehen in Hamburg. Und ich denke, das war schon eine spannende Arbeit, die durchaus... Und jetzt musst du uns aber noch verraten, was sie dir für Fragen gestellt haben. Ganz unterschiedlich natürlich. Es ist lange her, 2002. Eine Frage war zum Beispiel, leben wir in unseren Kindern weiter? Fand ich ganz schön, von der Gruppe von 3 Leuten, die das geschrieben haben. Das ist eine tolle Frage, ja. Genau. Wer hat Olaf Palme ermordet? Schwedischer Ministerpräsident. Allerdings auch eine wichtige Frage. Ja. Also so eine Frage, auf die ich jetzt ganz gekommen wäre. Ja. Das war ganz schön spannend. Man kann es auf der Internetseite nachlesen, da stehen die alle. Es sind aber interessante Fragen, weil es kurioserweise auch Fragen sind, die sozusagen sich nicht mit einem Satz beantworten lassen. Nein, überhaupt nicht. Eine Frage war stimmt, von einer Frau, die habe ich auch nochmal getroffen danach, wie werde ich Zauberfee? Das fand ich auch irgendwie süß. Ja. Ja. Und also das war schon schön, weil ich habe natürlich die Leute auch besser kennengelernt, einige von denen nicht alle, aber einige habe ich eben dann auch getroffen danach noch und wir sind ins Gespräch gekommen und wenn Kunst das erreicht, ist das erstmal nicht falsch. Ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas, wo sich lohnt, auch mal wieder was neues Projekt zu machen, weil das finde ich auch immer sehr schön, wenn ein Kunstprojekt auch die Leute, die es betrachten, irgendwie einbezieht und zum Mitmachen irgendwie anregt. Also dieser soziale Gestus, den finde ich ganz großartig. In den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts war das Thema Video in der Kunst der große Renner. Und heute ist es so noch, dass man häufig in vor allem Museen mit Videokunst konfrontiert wird. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen nervend und ein bisschen langweilig, weil ich habe zu Hause schon den Fernseher, der mich mit allem Möglichen berieselt. Und wenn ich dann in eine Galerie gehe oder ein Museum und sehe dann auch Videokunst, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen beschwerlich. Und trotzdem muss ich die Frage stellen, weil du ja auch diverse Videos angefertigt hast, was siehst du für Möglichkeiten in der Technik Video? Also was ist für dich als Künstler am Video als Medium interessant? Also, wenn ich jetzt neue Projekte beginne, dann kann es sein, dass ich jedes Medium zu Rate ziehe, sozusagen, oder jedes Medium verforme oder so nutze, wie wir es kennen. Da könnte auch ein Video dabei sein. Es gibt auch ein Video zu der Arbeit, der Frieden ist kein roter Ball. Einfach nur, weil das ist wie so ein Trailer. Wie so ein Trailer für die Arbeit. Man kann damit es einfach vermitteln. Oder wie wir jetzt das Gespräch aufzeichnen, man kann es auch in 10 Jahren noch sehen, es ist einfach ein schönes Medium dafür. Ich glaube, das ist was jetzt, wenn ich jetzt an meine Videos denke, die ich jetzt 2010 gemacht habe, diese Musikvideos oder wie man sie nennen möchte,
dass da auch ein bisschen so eine Scheu ist, auf eine Bühne zu gehen. Ich bin kein Performer. Also ich bin nicht der, der sich da hinstellt. Also ich kann das schon, wenn es sein muss, aber ich mag es eigentlich nicht so. Also im Video hat man Öffentlichkeit und gleichzeitig als der Produzent auch Distanz zum Publikum. Ja, und man kann es, ist vielleicht auch eine gewisse Angst einfach dahinter, eine Feigheit. Ja? Und man kann es kontrollieren. Ne? Wenn es nichts geworden ist, dann... Das ist ein interessanter Gedanke, weil wenn man jetzt Leute fragt, also die Schauspieler sind und die zum Beispiel auf Bühnen auftreten oder auch filmen, die sagen man meistens, sie treten lieber auf der Bühne auf, weil sie da das Publikum haben und weil es da sozusagen eine unmittelbare Rückkopplung ihrer Arbeit gibt. Während wenn ich jetzt Filme mache, das ist ja doch ein sehr künstliches Medium, sehr kleinteilig, arbeitsteilig. So oft muss ich nur einen Satz oder zwei Worte sagen und dann ist die Filmarbeit erstmal wieder beendet, 2 Stunden rumhocken und dann kommt der nächste Satz. Also das ist eine sehr viel abstraktere Art des Arbeitens. Aber das scheint dich nicht abzuschrecken, im Gegenteil. Nee, ich glaube, es ist eher, damals war es jedenfalls so, ich habe bislang keine Videos gemacht, aber damals war es so, dass ich wirklich dann über 2 Wochen am Stück wirklich da in meiner eigenen Welt fast schon dieses Video produziert habe. Und das ist irgendwie, man taucht da völlig ein. Und was denn am Ende die Leute dazu sagen, ob sie es mögen oder nicht, ist mir dann auch relativ egal. Relativ deswegen, weil ich nicht behaupten möchte, dass ich mich nicht freuen würde, wenn meine Arbeit jemanden anspricht. Mhm. Also ich freue mich, wenn Leute sagen, es hat mir was gebracht. Ganz klar. Aber wenn sie sagen, ich finde es eklig und ich finde es doof und was soll das, finde ich das auch in Ordnung. Okay. Und würde jetzt nicht denken, was kann ich tun, damit es ihnen gefällt, weil das funktioniert natürlich nicht. Also man kann da nicht allen gefallen und darum geht es auch nicht. Mhm. Das verstehe ich. Mhm. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Trotzdem habe ich jetzt noch eine vorletzte Frage, die mich natürlich insofern bewegt, als ich ja nun schon zur älteren Generation gehöre, du zur mittleren, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Absolut. Also, und deswegen frage ich mich, wo siehst du dich als Künstler mit 60 Jahren, Glatze, Rettungsring und nach 2 Scheidungen. Also die 2 Scheidungen hoffe ich werden nicht stattfinden, ganz klar. Rettungsringplatz, okay, wenn es dann so kommt, ist das so. Damit würde ich, glaube ich, leben können. Aber ich sehe mich auf jeden Fall meine Kunst machen. Also es gab auch Phasen, wo ich dachte, war es das jetzt, höre ich jetzt auf, damit Kunst zu machen. Ich habe mal 1,5 Jahre nicht gemalt und es war wirklich eine Zeit, wo ich Angst hatte, da kommen keine Ideen mehr. Das kennen ja alle Künstler. Und seitdem bin ich total relaxed, weil ich merke, nee, es kann auch mal sein, 1,5 Jahre passiert nichts und dann fängt das schon wieder an. Ich kann mich darauf verlassen, weil einfach zu viele Ideen da sind und auch zu viel Lust daran, etwas zu kreieren und etwas zu formen und Kunst zu schaffen. Und deswegen sehe ich mich definitiv, also mein Wunsch wäre wirklich in einem großen Atelier und einfach arbeiten. Mhm. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Also Kunst machen. Nicht Brotjob und Geld verdienen, sondern arbeiten, erstmal Kunst machen. Das ist das Wichtigste eigentlich. Also du stehst dem Alter sozusagen positiv gegenüber, oder wie soll ich sagen, also das macht dir jedenfalls keine Angst. Das ein klares Nein kann ich nicht sagen. Das wäre gelogen. Also ich habe meinen Zivildienst damals im Altersheim gemacht. Okay. Und ich habe da, glaube ich, viel gesehen und das war gut. Also ich finde, das ist etwas, was durchaus fair ist. Also, na gut, nicht wirklich. Manche Menschen sterben sehr früh, dann ist es nicht mehr fair. Aber im Grunde ist es eben einfach so, dass klar, so werden alle sterben. Und wenn man damit nicht klarkommt, dann hat man irgendwie was nicht verstanden, finde ich. Und das ist irgendwie Quatsch zu sagen, ich möchte mich jetzt mit Händen und Füßen dagegen wehren. Also ich glaube, da tut man sich einfach keinen Gefallen. Mm. Weil das ist ganz, ganz sicher. Die Haare werden grau, ne? Das ist ganz klar. Und da muss man irgendwie mit klarkommen. Und das kann auch schön sein, glaube ich. Ich habe viele Freunde in verschiedenen Altersstufen. Ja. Und das ist irgendwie das, was glaube ich, was Wunderbares sein kann. Wenn das dann soweit ist und man dann so kurz vorm Tod steht, keine Ahnung. Aber das wissen wir alle noch nicht, das werden wir aber auch alle erleben. Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein schöner Schlusssatz zu unserem Gespräch. Aber die wichtigste Frage, die habe ich noch nicht gestellt, die werde ich jetzt aber natürlich auch stellen. Wir haben viel über deine Kunst gesprochen, wir haben jetzt hier nur relativ wenig zeigen können. Wo wird man denn deine Bilder sehen können und wann vor allen Dingen? Das nächste Mal ist schon geplant, ja. 13. September in diesem Jahr 2019 in der Galerie Gustav von Hirscheid. Ja. Genau, Gemeinschaftsausstellung zum Thema Erotik als Überbegriff. Ja.
Da werden meine Männerakte zu sehen sein. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ja, die Ausstellung heißt Erotic Art, Wielandstraße 31. Die Vernissage wird um 19 Uhr sein, wie er schon erwähnt hat. Und wie das immer so bei uns ist, sind natürlich auch die Künstler anwesend, die da teilnehmen werden. Sie sind alle herzlich eingeladen zu kommen. Sie können dann mit uns sprechen und natürlich vor allen Dingen mit den Künstlern. Das ist ja das Allerwichtigste. Denn Kunst, das haben wir ja schon jetzt auch in diesem Gespräch ausführlich dargelegt, lebt auch von der Kommunikation, also von der Auseinandersetzung zwischen Kunstwerk, Künstler und auch dem Betrachter. Also sind Sie alle herzlich eingeladen und wer nicht kommen kann, kann uns natürlich im Internet weiterverfolgen. Und wir danken Ihnen, dass Sie so lange mit uns ausgehalten haben und hoffentlich haben Sie einen schönen und interessanten Eindruck gehabt von unserem Künstler und auch von unserer zukünftigen Ausstellung. Vielen Dank.